Ja, deswegen jetzt gleich hier geht's ins Studio. Wir sind hier gerade im McFit Witten an und heute ist nicht Julia dabei, sondern meine kleine Schwester, die Sophia, und die möchte natürlich das auch mal reinhauen. Ich zeige ihr noch ein paar Übungen gleich. Moin, liebe Sportskameraden, euer Görki am Start und ich sitze hier im Auto mitten in der Nacht. Wir haben jetzt, ich guck mal auf die Uhr, 0:11 Uhr. Mittwoch, 25. Dezember. Ich weiß mal nicht, ob man es sieht. Auf jeden Fall Heiligabend gerade vorbei und ich habe mir eigentlich fest vorgenommen, für die Feiertage einfach mal abzuschälen, mich schön voll zu fressen. Vorhin auch gemacht. Und ja, irgendwie ist dann auch so das Ding bei mir, dass dann einfach eine freie Zeit ist, wo ich nicht weiß, was ich machen soll und irgendwie frei habe und ich gehe auch nicht irgendwie feiern dann nachts und dachte mir gerade dann auch so, eigentlich bist du müde, vollgefressen. Aber Leute, das ist so ein Punkt, den ich mal ansprechen möchte hier, weil immer, wenn ihr euch scheiße fühlt, wenn ihr euch schlecht fühlt, wenn ihr irgendwie vollgefressen seid und müde seid, dann geht ihr in der Regel ja nicht ins Training und sagt, komm, ich gehe morgen mal, schiebt es auf. Und wenn ihr das schafft, wirklich in diesen Situationen euren Schweinehund, euren inneren Schweinehund zu überwinden, dann kann ich euch versprechen, an diesen Tagen, wo ihr eigentlich einen Scheißtag habt, habt ihr dann die beste Trainingseinheit und knallt am besten rein. Ja? Oft ist ja so, ihr habt immer so einen Tag, wo ihr sagt, hey, heute mache ich mein bestes Training, gut gegessen, gut geschlafen und so. Und dann ist man so an den Geräten oder auch am Gewicht und denkt so, und merkt, geht irgendwie nichts. Aber an so Tagen, wo man eigentlich gar keinen Bock hat und dann wirklich reingeht, hat man meist so erfahrungsgemäß seine besten Einheiten. Ja, deswegen jetzt gleich hier geht's ins Studio. Wir sind hier gerade im McFit Witten an und heute ist nicht Julia dabei, sondern meine kleine Schwester, die Sophia, und die möchte natürlich das auch mal reinhauen. Ich zeige ihr noch ein paar Übungen gleich. Und heute ist bei mir Beintag dabei und dran. Und gerade Beintag ist ja so ein Ding, was man gerne ausfallen lässt. Und dann dachte ich mir heute, nee, heute nicht. Du musst jetzt nochmal ran, egal ob Heiligabend oder nicht, ziehst dann durch. Deswegen so mein Tipp an euch, wenn ihr eigentlich so einen Tag habt, wo ihr denkt, da geht nichts, haut einfach rein, macht das. Gerade gab es lecker Fondue richtig reingehauen. Zu Weihnachten gab es eine Eismaschine mit so einem Ben & Jerry's Rezeptbuch. Das heißt, die nächsten Tage wird sowieso wieder richtig reingeschaufelt. Aber dann das Training auch nicht zu kurz kommen lassen. Natürlich könnt ihr ein paar Tage mal nichts machen. Aber nur so als Tipp, wenn ihr einen Scheißtag habt, zieht es mal durch, macht es mal und ihr werdet merken, an diesen Tagen, wo eigentlich scheinbar nichts geht, geht eigentlich am meisten. Habt ihr die beste Einheit, da kommt ihr am besten rein, ballert dann richtig durch, könnt Hirn abschalten, dann geht's ab. So, wir legen jetzt einfach mal los. Wie gesagt, gleich schon 12:30, Stündchen einfach durchziehen, fertig. Morgen ist man froh, kann man wieder gemütlich reinschaufeln und fressen. Ich wünsche euch noch ein paar gute Tage, haut rein, euer Görki. Ciao. Take a look at